des Zentralkomitees deutscher Katholiken Meyer hat auf der Volksversammlung in Bonn mehr staatliche Investitionen gefordert. Damit könne die hohe Arbeitslosigkeit abgebaut werden. Wirtschaftswachstum allein reiche nicht aus. Um Vollbeschäftigung zu erreichen, müsse es weitere Arbeitszeitverkürzungen, den Einsatz neuer Techniken und neue Formen der Zusammenarbeit von Kapital und Arbeit geben, forderte Meyer. Kongress des Reichsbundes der Kriegsopfer, Behinderten und Hinterbliebenen in Kiel. Einstimmig verabschiedeten die etwa 8000 Teilnehmer einen Kieler Appell für Trümmerfrauen und Kriegerwitwen. Darin wird die Einführung des rentensteigernden Babyjahres auch für die vor 1921 geborenen Mütter gefordert. Der Vorsitzende der Organisation Meyer nannte es ungerecht, gerade diese Frauen von der Regelung auszuschließen. Es ist beschämend, dass die älteren Frauen versuchen müssen, über die Gerichte ihre Gleichbehandlung mit den jungen Frauen zu erzwingen. Das ist beschämend für den sozialen Staat, den diese Mütter an vorderster Front aus Trümmern aufgebaut haben. Bundesarbeitsminister Blüm, CDU, hat auf einer Betriebs- und Personalrätekonferenz der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft die DGB-Gewerkschaften erneut kritisiert. In Oldenburg warf Blüm dem DGB vor, auf zahlreichen Kundgebungen die Prinzipien der Einheitsgewerkschaft tiefgreifend verletzt zu haben. Der DGB solle endlich zu den Fakten Stellung nehmen, statt sich in Ideologien zu retten, verlangte Blüm. Der Minister äußerte sich auch zur Sicherheit der Renten. Die wichtigste Nachricht aus meiner Sicht allerdings, die Rentenkassen füllen sich wieder. 13 Jahre waren die Rentenfinanzen auf der Rutschbahn. 13 Jahre sind sie abgerutscht, die Rücklage. Jetzt wächst wieder Geld in der Kasse. Das ist die beruhigende Mitteilung für unsere älteren Mitbürger. Und das ist auch die Mitteilung, dass wir jetzt eine angstfreie Diskussion über die notwendige Strukturreform durchführen können. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Im Westen zunehmend wolkig und einzelne Regenschauer und Gewitter. Im Osten auch morgen wieder sonnig, Tiefstwerte 10 bis 15 Grad. Höchstwerte zwischen 18 Grad im äußersten Westen und 28 Grad im Osten. Die nächsten Meldungen der Heute-Redaktion gegen 1.30 Uhr. Thank you.